Ja, hallo und willkommen wieder zu diesem Video. Im letzten Video, was mich sehr gefreut hat, habt ihr alle fleißig Kommentare geschrieben, mir Glückwünsche gegeben für den PC. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn euch dazu noch was interessieren sollte, ich euch separat nochmal Videos machen soll, dann gerne mal bitte in die Kommentare. Ich habe ja gesagt gehabt, ich werde mir einen Monitor noch organisieren. Hier ist eine Monitorvorstellung meines Monitors. Film ab. Dieses Teil werde ich dann nochmal unten in die Videobeschreibung verlinken für die Leute, die sich das nachkaufen wollen. Eingepackt wie ein Westpaket. So, wir haben jetzt hier den. Wir haben jetzt hier den Monitor. Hier haben wir oben noch so eine Tragetasche dran. Was haben wir denn hier jetzt allererstes? Wir haben jetzt allererstes ein HDMI-Kabel dazu, auch gut. Ich habe mir jetzt erst zwei neue gekauft. Ja, ich habe mir jetzt erst zwei neue gekauft gehabt hier. Ja, naja, gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also ein HDMI-Kabel haben wir schon mal dazu. Hier haben wir noch mal eine Effizienzklasse dazu. Finde ich auch sehr schick. Und dann das Objekt der Begierde. Hier haben wir nochmal ein Stromkabel dazu. Brauchen wir ja auch. Ja. Und dann, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie jetzt nichts. Sondern blendet. Da ist das gute Stück. Guck mal. Da ist er. Hier haben wir. Oh, so geil. Geil. Mit sogar noch einer Wandhalterung. Ich werde bekloppt. Da ist sogar eine Wandhalterung dazu. Junge, ich packe erstmal aus. Moment. Das ist drin ein HDMI-Kabel, das Teil für Netzstecker. Und auf jeden Fall der Monitor und hier natürlich der Standfuß. Ich habe gerade gesagt, das wäre eine Halterung für die Wand. So Blödsinn, weil das ist das, was hier hinten so reinkommt, wo dann der Monitor aufgehängt wird. Ja, ich baue mal das ganze Teil auf und dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen was dazu. So, auf jeden Fall, der Muni ist jetzt natürlich unpraktisch, gegen das Licht zu filmen. Hier seht ihr das Ganze von hinten mal. Hier seht ihr das Ganze von hinten. Ach Mann. Hier seht ihr das Ganze auf jeden Fall mal von hinten. Hier haben wir die Eingänge für HDMI und Co. Ne, hier Dings. Und wenn man den jetzt wieder zum Beispiel abhängen möchte, weil man zum Beispiel eine Wandhalterung oder sowas haben möchte, braucht man dann nur hier drauf drücken, klippt den nach vorne und dann kann man den hochziehen. Hier unten hat man so Touch-Tasten dran, das ist auch ein ziemlich massiver Fuß hier, muss ich sagen. Ja, das ist ein riesengroßer Fuß hier, also der ist auch richtig schön massiv. Und ja, das ist das gute Stück hier. Das ist das gute Stück. Bin ich mal gespannt, wenn er läuft, wie das ist, und das machen wir jetzt. So, ich habe ihn mal angeschlossen. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier passiert, ob was passiert, ob er von alleine angeht oder so. Ah, okay, er hat es sofort erkannt. Schauen wir mal. Ich glaube 50 Hertz mit dem Dings war das gewesen. Aber wie gesagt, ich packe das unten in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr euch das dann selber nochmal angucken. Ja, und da ist der gute Monitor. Könnt ihr hier mal kurz in den Einstellungen gucken. Also Auflösung finde ich schon mal mega geil. Muss ich mal so sagen. Ja, hier. Finde ich ja schon mal mega geil. Hier wird auch schon gleich automatisch hier 1080p erkannt. Ne? Finde ich mega cool. Also auch von der Auflösung her, von der Schrift her, finde ich das richtig, richtig geil. Ne? Querformat. Können wir jetzt hier sagen, mehrere Bildschirme. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht, weil dieser Fernseher ist jetzt dann erstmal wieder dazu da, um quasi meine Playsee zu wiedergeben. Und ja, darauf zocke ich dann wieder. Hier kommt dann das Dings hin. Hier wird dann die Kamera hinkommen, denke ich mal. Ich will noch ein bisschen Platz machen. Hier wird dann so die Kamera hinkommen. Ja, dann habe ich hier meine Tastatur. Und da halt mein Dings. Ja, freilich. Vielleicht baue ich das Ganze auch nochmal um. Das weiß ich jetzt so noch nicht. Ja, sehr schön. Wunderbar. Richtig gut hier. Ja. Ja, so sieht's aus. Gut, dann bedanke ich mich fürs Einschalten.
hoffe, es hat euch gefallen mit diesen Huawei. Wir haben hier unten auch nochmal so Tasten dran, wo wir hier nochmal ein paar Sachen einstellen können. Zum Beispiel Farbe, Display, ne? Temperatur, Input, Helligkeit und Kontrast. Was DCR ist, das weiß ich jetzt nicht. Normale Einstellungen. Ja. Kommen wir hier nochmal aus dem Menü wieder raus. Hier wieder ins Menü rein. Und hier der An- und Ausschalter, der so leicht beleuchtet ist. Kriegt man das auf die Linse? Ja, der ist leicht beleuchtet auf jeden Fall. Ja. Also kann das Streaming beispielsweise. Was ist mit meiner Lampe? Sieht ja komisch aus jetzt hier in der Kamera. Also kann auf jeden Fall das Streaming beispielsweise die Videos beginnen. Und bin ich mal gespannt, wie wird das Ganze sein? Ich werde euch mal auf den Laufenden halten. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao. Mit Farb. Also eine Sache, die ich noch unbedingt dringend loswerden wollte. Ich kann mich euch nur noch mal bei euch bedanken, dass ihr trotzdem auch meiner manchen komischen Videos immer manchmal so zahlreich, die trotzdem die Videos geschaut habt. Und es ist für mich immer noch, sag ich jetzt mal, ein komisches Gefühl, jetzt auf einmal einen PC zu haben, jetzt der Monitor, jetzt einen zweiten Monitor dann hier hinzustellen. Ich muss das Ganze dann nochmal etwas umbauen. Vielleicht wechsle ich auch nochmal die ganze Position davon, das weiß ich jetzt so noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig komisches Gefühl. Ich kann zum Beispiel jetzt mein GTA 5, was ich seit 5 Jahren da hinten stehen habe, endlich auch mal zocken. Auch online. Ja? Das war ja damals nicht billig gewesen, das habe ich ja damals geschenkt bekommen. Und ja, wenn ihr noch wisst, von wem ich das geschenkt bekommen habe, saftet mir das gerne mal unten in die Kommentare. Aber nun weiter zum Monitor.